Servus Leute und willkommen zu einer Runde Mini-U-Ash. Die habe ich auch lange nicht mehr gemacht und ihr wolltet ja alle, lol, UHC sehen. Und ja, jetzt gibt es ein bisschen Mini-UHC, Diamondless, Goldless und Cut Clean. Und ja, mal sehen, was jetzt sich hier so ergeben wird. So, jetzt habe ich ein ganzes Equip. Was ich eigentlich brauche, so zusammen. Jetzt könnte man eigentlich theoretisch schon an die Oberfläche gehen und ein bisschen handeln. Aber ich nehme jetzt noch mal ein bisschen Eisen mit, falls ich meine Rüstung kaputt geht. Oder so ist halt immer Eisen am besten, weil, wie gesagt, ich habe noch 5 Minuten Zeit, wo ich irgendwas machen kann. Und ganz klar ist gestorben. Er macht es wirklich. So, Golden Heads, 2 Stück. Wirklich Freakhill. Hab ich Flint. So, jetzt habe ich sogar ein bisschen besseren Stuff. Und jetzt kann ich sogar richtig gut angreifen. Da ich jetzt wirklich gute Rüstung habe. Ich habe noch 8 Dings. Ich könnte mir theoretisch noch einen normalen Apfel machen. Aber ohne Spaß. Das müsst ihr nicht machen. Also wirklich, jetzt ganz ehrlich. Ich würde auch kämpfen gegen ihn so, aber er wollte es halt unbedingt. So, ein Kill safe. So, und Diersch noch ein Kill weiter. Diersch. Oh, ich hab ihn. GG. Nein, der Diaz war verbrannt, shit. Ich müsste ihm noch einen Hit geben, ich zitter ein wenig, ey. Hier ist es immer zu aufregend, weil du kaum Schaden kassieren darfst. Das mit dem Lava bringt kaum was, weil ich mich ja direkt löschen kann. Noch ein Hit, Alter down. Da kann ich mir ein Tier schütten. Lol. Lol, ich bleib hängen, nein. Lol. Nice. GG. 3 Kills. Da oben ist noch einer. Oh, shit. So, ich geh jetzt rauf. Oh shit. Nein, Mann! Fuck! Ah, scheiße. Hätte ich doch lieber gappeln müssen vorher, Alter. Scheiße. Egal, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen mit der Episode von UHC. Leider kann man ja nicht jünger werden. Aber naja, trotzdem, es war natürlich eine relativ geile Runde. Ich hoffe, ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert mich für weitere Videos von mir. Also, Leute, ich bin raus und ciao.